Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder ganz herzlich zurück nach einer gefühlten Ewigkeit im Simulationseck der wunderbaren Welt der Alltagssimulation. Heute schauen wir uns eine Perle an, und zwar den Frachtschiff-Simulator. War eine Empfehlung von jemandem von euch in den Kommentaren. Habe ich mir dann bei Amazon Gebrauch gekauft für 49 Cent. Und tatsächlich habe ich hier die Verpackung, und das Wichtigste, in der Verpackung ist auch der Mediamarktbeleg von der Person, die das damals gekauft hat. Ich möchte vorlesen. Mediamarkt TV Hi-Fi Elektro GmbH in 37075 Göttingen. Oh, aus Göttingen kommt das ganze Ding. Und wurde bezahlt, wann war das denn? Am 30.06.2012 um 15:26 Uhr. Bar. Rückgeld wurde 1 Cent gegeben, 20 Euro. 20 Euro! Also 19,99 € hat das Ding gekostet. 20 Euro bar gegeben, Rückgeld 1 Cent. 19% Mehrwertsteuer. Ja, da bin ich doch froh, dass ich, überlegt euch mal, 19,99 € hat dafür eine arme Person damals am 30.06.2012 um 15:26 Uhr in Göttingen bezahlt. Grüße gehen raus an wer auch immer das war. Vielleicht wirst du dieses Video eines Tages hören. Ich habe Mitleid mit dir. Jetzt lesen wir erstmal die Abenteuer auf der Rückpackung. Frachtschiff-Simulator. Windows XP, Vista, Windows 7. Das Steuer gehört Ihnen. Begeben Sie sich als Kapitän an Bord Ihres Frachtschiffs und manövrieren Sie das durch detailgetreue Landschaften und Binnengewässer. Bunkern. Was? Bunkern und löschen Sie Fracht. Steuern Sie Ihr Frachtschiff über deutsche Wasserwege bis in den Zielhafen. Bewähren Sie sich beim Schleusen, der Fahrt durch enge Kanäle und schwierige Licht- und Wetterverhältnisse. Bringen Sie Ihre Fracht sicher und pünktlich ans Ziel. Features. Achtung, jetzt kommen die Features. Unterschiedliche Schwierigkeitsgradstufen zur Auswahl. Verschiedene Handelsrouten spielbar. Detailgetreue Häfen und Schleusen. Detailgetreu. 5 Fahransichten inklusive Cockpit-Modus. Realistisches Fahr- und Simulationsverhalten. Für alle Windows-Versionen. Na dann, würde ich sagen, legen wir doch mal los. Wir wollen ja nicht so viel schnacken, ne? Erstmal gucken, wie es aussieht. So. Wir gucken jetzt erstmal in die Abenteuer des Optionsmenüs. Es ist grandios. Ihr seht ja schon, die Auflösung sieht ein bisschen räudig aus. Ich habe es hochskaliert. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Pass auf. Wir gehen mal in Optionen rein. So. Zunächst einmal haben wir die Soundoptionen. Die sehen noch ziemlich normal aus. Das ist alles noch vernünftig, würde ich sagen. Wenn man davon absieht, dass das Menü total scheiße aussieht. Also, da hat sich jemand mal so richtig im Editor, ja, mal abgenudelt, ne? Aber, naja. Jetzt wird es richtig spannend. Videoeinstellung. Boop. What the fuck? Also hier haben wir den Details-Regler. Der kann sich nicht entscheiden. Also der ist sich nicht ganz sicher, was meine Maschine wohl hergibt. Der springt ein bisschen hin und her. Man kann den auch nicht beeinflussen. Da kannst du rumdrücken, so viel du willst. Bringt nichts. Dann haben wir die Clipping-Range. Die stelle ich mal hoch. Speichert der aber auch nicht. Ist völlig egal. Und dann Resolution als ein skalierbarer Balken halt, ne? Das ist immer scheiße für eine Auflösung. Also eine Auflösung mit so einem Skalierbalken einzustellen, wo man den aktuellen Auflösungswert nicht sieht, ist halt scheiße. Ich kann euch aber auch sagen, egal was ihr macht, wenn ihr daran rumfummelt, nach oben oder nach unten, zerfickt es das Game einfach komplett. Dann siehst du gar nichts mehr. Dann wird das ein ganz kleines, minimales Fenster. Da muss man neu starten und dann hat das sich die Einstellung eh nicht gemerkt, ne? Auch das hier wird, glaube ich, gleich keinen Einfluss haben. Jetzt wird es richtig spannend. Schwierigkeitsgrad. Ich weiß auch nicht, warum es auf Englisch ist, obwohl das ein deutsches Spiel ist. Sehr merkwürdig. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, sehen wir hier die Schwierigkeitsgrade. Ich mach mal Chicken. Und dahinter irgendein Menü, wo ich auch Dinge anklicken kann. Und Time for Current Mission 1. What? Keine Ahnung. Und vor allen Dingen, das ist irgendwie, keine Ahnung. Back. Dann haben wir die Controls. Das ist mein Lieblingsmenüpunkt. Er geht einfach gar nicht. Die Controls liegen in einer PDF anbei. Muss man sich dann ausdrucken. Ich habe es mir jetzt nebenbei auf den Zettel geschrieben, weil das Ding, ich wollte einfach die PDF auf dem zweiten Monitor aufmachen. Aber sobald du das Spiel startest, drehen komplett sämtliche Auflösungen durch und alles verschiebt sich. Deswegen ist es mir nicht gelungen, diese PDF auf dem zweiten Bildschirm aufzumachen und nach Spielstart ist sie noch da. Nee, die verschwindet dann einfach. Also sehr gute Qualität, würde ich sagen. Das erstmal nur so für die Abenteuer des Optionsmenüs. Ich bin schon jetzt schwerst begeistert und würde sagen, legen wir doch mal los mit Bremen Pferden. Das ist ja hier so in unserer Gegend. Da kenne ich mich ja ein bisschen aus. Und dann wollen wir doch mal unsere Fracht entspannt ans Ziel bringen, nicht wahr? Bremen Pferden. So, jetzt bin ich. Okay. There we go. There we go. Das ist unser Frachter in unserem detailgetreuen Hafen. Ich möchte nicht sagen, man kann die Ansichten mit der F1-Taste und der F2-Taste durch die Gegend schalten.
Es gibt F1, F2, F4 als Ansicht. Ich habe bis jetzt nur F1 und F2 wählen können. Sobald ich eine andere Ansicht eingestellt habe, ist das Spiel immer abgeschissen. Wir können es ja nochmal mit F5 probieren. Oh, doch, F5 geht auch noch. Was ist das für eine Ansicht? Das ist die Kaimauer. Ich bin jetzt mal mutig und versuche mal F6. Oh, DirectX Error. TXSAV. Alles klar. Und the game ist ausgegangen. Wer hätte das erwartet? Wer hätte das gedacht? Gut, ich starte es nochmal wieder neu. Warte, ich gucke mal eben kurz. Es ist halt, weiß ich nicht, was sollst du dazu noch sagen? So, ich schmeiße ihn mal wieder an. Es ist schon grandios. So, da sind wir wieder. Na komm. Okay, there we go. Also, zurück nach Bremen-Pferden. Ihr seht, wir können also nur mit der Ansicht dieser und dieser Ansicht leben. Ich weiß auch nicht, warum es Geräusche, Windows-Geräusche macht, wenn ich die Ansichten wechsle. I don't know. Okay, wir starten jetzt mal. Und zwar, mit der W-Taste können wir beschleunigen bis zu 4 Stufen. So. Ich erhöhe mal auf Stufe... Okay. So, es geht los. So. Ja, ruhig mal ein bisschen schneller, würde ich sagen. Ah, das ist aber, wenn das mal nicht ein realistischer Hafen ist. Man sieht zwar leider nicht so viel davon. So, jetzt fahren wir mal dahin. Mal eben kurz gucken, was wir denn da so. Oh je. Oh Gott. Anhalten, anhalten. Oh. Hallo? Okay, oh, hier. So, wir können Elektronik von Ladeplatz A nach Ladeplatz B bringen. Medikamente, Möbel, Lebensmittel, Papier. Das ist ja alles relativ langweilig, würde ich sagen. Hm. Nehmen wir die Elektronik. Komm. Oh, what the fuck. So, jetzt geht's los. Wir fahren mit unserem Schiff. Man sieht stumpf einfach nichts. Alter, was ist denn das für ein Spiel? Guckt euch das an, man erkennt doch nichts. Man kann doch nicht rauszoomen oder so, ne? Das ist das Game. Jetzt fahren wir hier diesen sehr realistischen Kanal mit schwebenden Bäumen entlang, in dem wir nichts sehen. Oh, ja cool. Irgendein Hindernis ist da. Ich kann es leider nicht erkennen. Ach, da. Das könnte eine Schleuse sein. I don't know. Ach du Scheiße. Alter, ohne Spaß. Das ist ja krank. Was ist denn das? Wer hat denn das programmiert und gesagt, das gut? Das gut? Also wenn jetzt ein Schleusentor kommen würde, ne? Ich könnte es nicht erkennen. Man kann irgendwie mit E hupen. Mal sehen. Na gut, unser Horn funktioniert. Aber... Oh, what the fuck ist denn das? Okay, ich versuche jetzt nochmal... Bin ich jetzt nochmal... Ich versuche jetzt nochmal an andere Ansichten anzugehen. F7? Passiert nichts. F8? Passiert nichts. F9? Nope, passiert nichts. Nein. Ohne Spaß, von den ganzen Ansichten, die es gibt, geht nur F1 und F2 und F4. Oh, hier. F4 geht ja sogar. F4 bringt ein bisschen was. Oh, Bäume im Weg. Oh, what the fuck? Alter, das kann doch nicht euer fucking Ernst sein. Oh, oh, oh. Wow, wir sind schon da. Wir sind schon da. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Anhalten! Anhalten! Er hält nicht an. So, und das war's jetzt? Okay, das scheint nicht der richtige Lagerplatz zu sein. Oh, holy moly. Das war auch mal eine krasse Fahrt, ne? Also die Fahrt hat gedauert 2 Minuten oder was? Ich fahr mal eben rückwärts. Wir sind auf jeden Fall am falschen Anleger. Angekommen. Weißt du, es ist hier gerade früh am Morgen, ja? Es ist jetzt gerade 6.41 Uhr an einem Sonntag, dem 13.09.2020. Ich konnte nicht mehr pennen, weil Mücken meinen gesamten Körper zerstochen haben und ich jetzt einfach wach bin und dachte mir, weißt du, Fuchs, Alter, du musst mal wieder so einen Simulator spielen. Du musst mal wieder einen Simulator spielen. Wie wär's denn mit einem Frachtschiff-Simulator? Das ist eine Empfehlung vom Typ aus seinen Kommentaren. Es kann nur gut sein. Und I kid you not. Wenn das mal nicht Qualität ist, weiß ich auch nicht. Und wie gebe ich jetzt ab? Was ist das? Ja, cool. Also ich bin zwar am Ziel, Alter.
aber ich kann nichts abgeben. Leute, hallo. Blaufuchs ist hier. Habe Fracht für euch. Medikamente. Oh, warte mal. Ich habe eine Idee. Vielleicht müssen wir rückwärts reinfahren. Also ich versuche jetzt nochmal meine Fracht hier abzugeben. Da, guck mal. Elektronik von... Das war's jetzt wohl, oder was? Elektronik von Ladeplatz B nach Ladeplatz D bringen. Okay, und jetzt fahren wir wieder zurück, so wie es aussieht. Das ist ja voll spannend. Okay. Aber ich würde sagen, einmal geben wir uns die Tour noch. Wir müssen jetzt nur irgendwie erstmal rückwärts hier rausfahren. Schneller rückwärts fahren kann man nicht. Das ist das Maximum. Ich bitte euch jetzt aber nochmal, schaut euch bitte diesen detailgetreuen Hafen an. Also ich erkenne ja sofort, dass wir jetzt, das ist doch eindeutig Bremen. Das erkennt man doch sofort. Also da, diesen Kran, den habe ich doch schon mal gesehen in Bremen. Da bin ich mir doch hundertprozentig sicher, dass das ist doch eindeutig Bremen. Alter, was ist denn das? Ja, wir müssen jetzt einmal wenden. Dafür müssen wir jetzt erstmal rückwärts den Hafen verlassen. Wenn das hier nicht zufälligerweise Anleger D ist. Ich könnte es mir vorstellen, dass das einfach random generiert ist und das ist jetzt hier D. Wäre halt hilfreich gewesen, wenn die Dinger dann das D oder so hier in 3D modelliert auch auf dem Wasser hätten, damit man weiß, was ist. Aber bis jetzt bin ich, wie sagt man, krass entsetzt. Also wenn ich mir wirklich vorstelle, ja. Du bist aber Mediamarkt und siehst hier die geilen Abenteuer der Verpackung hier, ja. Mit den geilen Screenshots, man sieht eine Halle, man sieht, naja, man sieht halt auch einfach stumpf nichts vom Game, ne? Du siehst halt echt nur so Target-Shots, oben sind ein paar echte Bilder von Schiffen drauf. Und dann siehst du drei Screenshots aus dem Game, die aber nur die Landschaft in Anführungszeichen sind. Also nichts, was wirklich mit dem Spiel zu tun hat. Und dann kaufst du dir dieses Ding, bist zu Hause, installierst das und hast jetzt das hier. Ja? Wo ich jetzt rückwärts aus diesem Hafen rausfahren muss, irgendwie. Mit Glück. Ich hätte ja gern die Cockpit-Ansicht noch gesehen, ne? Aber die geht leider nicht. Wobei F3 eigentlich offiziell ja auch nicht ging, aber jetzt ging es dann doch. So, wo kann ich denn jetzt mal hier wenden? Hier sieht es ganz gut aus. Glaube ich zumindest, also ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, man scheint gar nicht wenden zu können, weil es einfach viel zu eng ist. Ich versuche es jetzt mal trotzdem, weil ich will jetzt ja nicht so zurückfahren. Das ist ja fürchterlich. Aber wie ihr seht, der Kanal ist eigentlich zu dick zum Wenden. Aber es scheint irgendwie trotzdem zu gehen. Du, man muss manchmal einfach nur machen. Ja, so ist fein. Einfach durch die Natur eben mal wenden. Guckt euch das an. So, was habe ich jetzt gedrückt gehabt? F3 oder F4? F4. Okay. Na, dann drehen wir noch ein bisschen. Und jetzt möchte ich, dass ihr seht, wie genial und wie lange wir gleich diese Route fahren. Das ist leider sehr grün. Man sieht jetzt noch nichts. So, Volldampf. Einmal mal Vollstoff geben. Heftigste Stufe, die geht. Wir rasen jetzt quasi hier durch den Kanal. F4. Schaut euch das an. Richtig irre. Oh. Ich hänge im Baum fest. Man sieht auch krass, wie wir hier diese Container aufgeladen haben. Also man sieht die ganzen elektronischen Waren, die wir transportieren. Schaut euch diese Kamera an. Oh, es ist wieder sehr grün. Ich sehe leider nichts mehr. Warte mal. Oh, okay. Also, hier kommt die Schleuse. F4. Gönnen wir uns die Schleusen an sich. Guck mal da richtig. Oh, ein Haus, das nicht ganz zu Ende modelliert worden ist. Oh Gott. Alter, ohne Spaß. Das ist ja irre. Also ich glaube, so ein Ding könntest du im Counter-Strike-Map-Editor schneller zusammen zimmern, ey. Alter Schwede. Aber das ist traurig. Wenn ich mir vorstelle, jetzt mal ohne Spaß, ich wäre der Entwickler dieses Machwerkes, das ist ja, und dafür 20 Euro zu verlangen, das grenzt ja schon an Betrug. Also, Props an die Person, die das dann auch nicht zurückgegeben hat. Also ich wäre ja mit nach Hause gelatscht, jetzt einmal mein PC geschmissen, hätte gesagt, alles klar, ich muss kurz erbrechen. Würde es als unspielbar definieren. Und aber dann war direkt wieder zum Mediamarkt, ne? Also wer auch immer das gekauft hat, arme Person, Grüße gehen raus an dich nach Göttingen. Ich fühle mit dir. Ich will gar nicht wissen, was du gedacht hast, als du das Ding an den Pfoten gekriegt hast. Das muss ja
Da muss das schlimm gewesen sein. So, wir werden jetzt mal eben, guck mal hier. Oh, Alkohol von Ladeplatz D nach Ladeplatz C bringen. 600 Sekunden Zeit. Oh, komm, jetzt machen wir hier Time. Time Mission. So, hier. Eben kurz wenden. Das, also das einzige Gefährliche ist ja wirklich nur das Wenden, ne? Wenn das läuft, komm, dann kann nichts mehr schief gehen. 600 Sekunden Zeit, das ist ein roughest Limit für einmal von nach Bremen, aber so, ich sag mal, das ist jetzt nichts, was wir nicht schaffen, ne? Bin da voller Dinge. Wir geben einfach voll Stoff und wenden. So. Eben wieder die Kamera auf 4. Ach, das ist Bremen. Guck mal. Natürlich, wer kennt es nicht? Ich habe mich die ganze Zeit vertan. Das war die ganze Zeit Bremen. Wir fahren von Bremen nach Werde. Na dann. Durch die grüne Natur. Jetzt können wir mal hier die schönen Bäume genießen. Oh, ich sehe nicht so ganz. Man seht ihr, wie ich mit voller Kraft durch diese engen Kanäle navigiere? Ja, das ist auch, man muss echt aufpassen, wenn du irgendwas rammst, hast du richtig krass auch Probleme, ne? Also die Ware geht kaputt, muss voll aufpassen. Weißt du, das ist einfach, also das ist doch lächerlich, es ist doch lächerlich, also wirklich. Was ist das? Was ist das für ein Kanal? Der ist 12, also, ich habe da keine Worte für diese Katastrophe. Die Fahrt dauert ja nicht mal lang. Du brauchst hier eine Minute, um ans Ziel zu kommen. Wenn es schlecht läuft. Hier hat man eben Grafikfehler drin. Nice, da passt das Wasser nicht so ganz aneinander. Ne? Wahrscheinlich haben wir gerade eine Grenzübertretung oder so gestartet. Da hält sich auch das Wasser zurück. Man kennt es. Man weiß es. Und schon sind wir da. Unfassbar. Ob wir das in der Zeit schaffen? Oh, oh. Da bin ich mir ja nicht sicher. Bitte anhalten, bitte anhalten. Oh. Wunderbar. Lebensmittel von C nach Landeplatz E bringen. Komm, also es lohnt sich jetzt nicht, diese Folge noch eine weitere Tour zu starten. Wir werden aber gleich noch eine Folge aufnehmen. Es hilft jetzt nichts. Oh, ich muss erstmal wenden. Und werden dann uns die anderen Strecken natürlich noch einmal ansehen. Keine Sorge, da fahren wir nicht mehr so lang, weil ich denke, viel kommt da nicht mehr. Aber es gibt ja wohl noch Schleusen. Also zumindest gibt es Knöpfe, um die Schleusen zu bedienen. Ja, ihr bedient die selber. Ich weiß nicht warum. Ja. Aber als Schiffskapitän werden hier auch die Schleusen bedient. Ist ja ganz logisch, ne? Ist auch ganz logisch. So, ich muss auch nochmal sagen, die Texturen finde ich sehr gut. Also sieht sehr schön aus. Oh, oh, oh. Und Vollstoff. Ich hoffe, man kann auch ein anderes Schiff fahren. Ich hätte ja schon gerne jetzt auch mal gleich noch einen anderen Dampfer irgendwie. Man kann nicht mal was auswählen. Also du wählst eine Route aus und es geht los. Es gibt kein Tutorial. Es gibt keine Hinweise in-game auf die Steuerung. Ja. Es gibt keine Map, es gibt gar nichts. Es ist einfach nur eben in so einem Gaming-Engine-Editor zusammengeschustertes Flickwerk, das auch noch, je nachdem, welche Knöpfe ich drücke, abstürze, weil nicht mal alle Kamerapositionen. Also, kannst du mir noch nicht erzählen, dass da einer sitzt und sagt, ja, hier, pass auf. Wenn ich F4 drücke, ja, dann ist das die Kameraposition 6, ja. Und das Spiel stürzt aber ab, wenn ich das drücke. Aber ist ja egal, kann man ja trotzdem, das patchen wir noch raus. Das patchen wir noch raus. Ja, vielleicht gibt es einen Patch. Oh, ich habe nicht geguckt. Vielleicht gibt es einen Patch. Aber ich glaube, die Seite gibt es leider nicht mehr. Von wem ist denn das gemacht? Oh, oh, oh. Sorry, ich habe auf die Verpackung geguckt. USK ab 0. Na wunderbar. Die armen Schweine, die das testen mussten und sich gedacht haben, yo, alles klar. Ist halt nicht an denen, die Qualität zu urteilen. Die gucken ja nur, ob da drin Blut und Morde vorkommen. Aber ich würde sagen, das würde ich nicht ab Null machen. Das Frustpotenzial ist schon sehr hoch. Da können kleine Kinder richtig ausrasten. Richtig ausrasten. Guck mal, wieder eine Tour geschafft. Ich denke mal, das ist dann auch eh hier, ne? Ne? Gibt's noch weiter nach hinten? Das ist dann eh. Ja. Oh, unser Motor ist ausgegangen. Warum auch immer. Sie haben es geschafft. Lebensmittel von E nach D. Zeit 10 Minuten. Ja, wunderbar. Na, ob wir das schaffen? Keine Sorge, wir fahren das nicht zu Ende. Das ist Katastrophe. Das ist ja... Oh, was passiert jetzt? Oh. Oh, ich fahre mal eben ein bisschen... Du, man muss auch mal eben durch die Wand fahren, ne? Schaut euch das an. Ich habe mich ein bisschen in die Kaimauer reingedrückt, aber das ist normal, ne? Das macht man manchmal. Ist gar kein Ding. So, mit Enter... Kommt man angeblich ins Hauptmenü zurück. Oh, klappt sogar. Wunderbar.
Meine Lieben, ihr hört den Hahn kriegen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle jetzt erstmal einen Break. Ich brauche jetzt mal kurze Pause, ich muss mir noch einen Kaffee holen, um das erstmal zu verarbeiten, was wir da gerade gesehen haben. Ich fasse es noch nicht so ganz. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten drei Strecken, die wir uns gleich noch ansehen werden. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei der Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.